wo wir jetzt die grundlegenden kryptografischen Konzepte kennen, also die symmetrische Verschlüsselung, die asymmetrische Verschlüsselung und die Hash-Funktionen, können wir uns jetzt anschauen, wie die verwendet werden, um die Anforderungen an ein kryptografisch sicheres Kommunikationssystem zu erfüllen. Das Erste, was wir uns anschauen können, ist die Authentifizierung. Authentifizierung ist also die Sicherstellung, dass der Kommunikationspartner derjenige ist, der vorgibt zu sein. Also dass wir sicher sein können, dass sich niemand in unsere Kommunikation eingeschalten hat. Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die einfachere, auch einfacher zu verstehende, ist jene, wenn es bereits einen gemeinsamen geheimen Schlüssel gibt. Das heißt, die Kommunikationspartner haben sich irgendwann einmal getroffen, haben einen gemeinsamen geheimen Schlüssel vereinbart und können jetzt auf Basis dieses geheimen Schlüssels eine Kommunikation aufbauen. Also wir haben wieder den A, wir haben den B und beide haben ein Geheimnis, das sie kennen, und jemand, der dazwischen sitzt, kennt dieses Geheimnis hoffentlich nicht. Wir schauen uns jetzt an, was da passiert. Beim Kommunikationsaufbau möchten wir jetzt sicherstellen, dass der A tatsächlich, also möchte A sicherstellen, dass tatsächlich der B derjenige ist, mit dem er kommuniziert, und nicht ein C, der vielleicht sagt, er ist eh der B. Ja, das möchte man verhindern. Und umgekehrt möchte natürlich der B auch sicherstellen, dass es tatsächlich der A ist und nicht irgendein D, der sagt, er ist der A. Wie kann das funktionieren? Wir haben jetzt A und B nur mal ausgeschrieben als Alice und Bob. Das sind Namen, die in der Kryptographie sehr gerne verwendet werden. Das heißt, wir haben beiden Kommunikationspartner A und B, Alice und Bob. Und Alice und Bob kennen jetzt schon ein gemeinsames Geheimnis K, den Key, den nur A und B kennen. Also das ist das, was hier als KAB bezeichnet ist. Und die machen jetzt Folgendes. Alice ist diejenige, die die Kommunikation aufbaut, und sie schickt zuerst einmal eine kurze Nachricht an den Bob. Sie sagt, hallo, ich bin die Alice und ich möchte jetzt mit dir kommunizieren. Dadurch weiß der Bob, welchen Schlüssel er verwenden muss. Es könnte ja sein, dass er mehrere Kommunikationspartner hat und muss dann den jeweiligen Schlüssel auswählen. Er nimmt also jetzt den Schlüssel, den er gemeinsam mit der Alice vereinbart hat. Also beide haben jetzt diesen Schlüssel KAB. Der Bob könnte ja zum Beispiel auch noch einen Schlüssel FB haben. Also einen Schlüssel, den er mit einem Nutzer F vereinbart hat, und den würde er jetzt natürlich nicht nehmen. Und deswegen braucht er die Information, dass es jetzt die Alice ist, die mit ihm die Kommunikation aufbaut. Deswegen nehmen wir den nicht, sondern wir verwenden diesen KAB. So, den verwenden wir aber noch nicht unmittelbar, sondern der Bob überlegt sich jetzt eine zufällige Zahl. Wir nennen das eine Aufgabe, RB, die er an die Alice schickt. Also irgendeine Zahl, die nur der Bob kennt, die kann er ad hoc zufällig generieren. Und die Aufgabe von Alice ist es jetzt, diese Zahl mit dem Schlüssel KAB zu verschlüsseln und das Resultat dann zurückzuschicken. Was wissen wir jetzt dann, nachdem wir davon ausgehen, dass nur Alice und Bob diesen Schlüssel KAB kennen, weiß der Bob, wenn er das erhält und das wieder entschlüsselbar ist mit dem Schlüssel, weiß er, dass er, sein Kommunikationspartner die Alice ist. Das heißt, er schickt RB, das ist also der erste Schritt, er empfängt das verschlüsselte Dokument KRB, entschlüsselt das wieder und vergleicht dann, ob das, was da in der zweiten Kommunikation angekommen ist, die gleiche Information ist, die er vorher geschickt hat. Damit weiß der Bob, dass Alice den Schlüssel besitzt, mit dem zu verschlüsseln war, und geht deshalb davon aus, dass Alice auch tatsächlich Alice ist. Jetzt weiß aber Alice nach wie vor noch nicht, ob Bob wirklich Bob ist. Ja, wir haben uns vorher an den Bob gewendet. Es hätte aber sein können, dass sich da jemand reingehackt hat und sich jetzt für Bob
ausgibt. Wenn wir aber davon ausgehen, dass auch wieder nur der Bob den Schlüssel kennt, dann schickt jetzt Alice ihrerseits eine zufällige Zahl, eine Aufgabe an den Bob. Bob muss das wiederum verschlüsseln und Alice kann jetzt am gleichen Weg prüfen, ob Bob tatsächlich auch diesen gemeinsamen Schlüssel kennt. Vorher war das ja für Bob noch nicht notwendig, Alice irgendwie mitzuteilen, was der Schlüssel ist. Jetzt, ohne dass der Schlüssel tatsächlich übertragen wurde, haben beide festgestellt, dass der jeweils andere offensichtlich den Schlüssel besitzt und jetzt können sie beginnen zu kommunizieren. Was wir hier noch nicht sichergestellt haben, und das ist ein ganz grundlegendes Problem, das wir dann im Themenbereich 4 nochmal diskutieren werden, ist, ob die Person, die im Besitz dieses Schlüssels ist, auch tatsächlich Bob ist. Ja, es könnte also sein, dass der Schlüssel gestohlen wurde und in diesem Fall können wir dann nicht sicherstellen, dass es hier eine Zuordnung gibt zwischen der Person, die den Schlüssel besitzt und wo dann Bob drinnen steht vielleicht und der tatsächlich dem Bob. Das lässt sich technisch nicht mehr lösen, dieses Problem. Dazu müssen wir auf eine soziotechnische Systemebene gehen und Infrastruktur schaffen, die dann die eigentliche Identitätsprüfung noch vorschaltet, werden wir aber erst später betrachten. Gehen wir davor noch auf die Authentizitätsprüfung mittels öffentlichen und privaten Schlüsseln. Das geht etwas rascher, dafür ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Hier brauchen wir nur 3 Kommunikationsflüsse, um festzustellen, ob die Kommunikationspartner die richtigen sind. Der Punkt ist, Alice baut wieder auf, ist aber schon zu Beginn in der Lage, mit dem öffentlichen Schlüssel von Bob, den sie besitzt, also dessen Key von B, das Plus kennzeichnet den öffentlichen Schlüssel, die Kommunikation aufzubauen und schickt dabei mit gleich ihre Aufgabe, die sie gern bestätigt haben möchte, und ihre Identität. Also die Information A ist ihre Identität, damit Bob wieder weiß, mit wem er kommuniziert, und die Aufgabe, die sie braucht, um die Identität zu prüfen oder die Authentizität zu prüfen von Bob, schickt sie auch gleich mit. Bob kann jetzt mit seinem privaten Schlüssel, also KB-, der liegt ja nur bei Bob, diese Nachricht entschlüsseln. Nur wenn er diesen privaten Schlüssel besitzt, kann er überhaupt weiter Informationen verwenden oder in diesen Authentifizierungsprozess vorgehen, weil nur so findet er RA heraus. Nur wenn er das entschlüsseln kann, findet er RA heraus. Was Bob jetzt macht, ist, wenn er das entschlüsselt hat, er hat ja jetzt die Information über die Identität von Alice, also wer Alice ist, und er hat die Aufgabe, die Alice geschickt hat, und er schickt jetzt einerseits einmal die Aufgabe zurück, mit dem öffentlichen Schlüssel von Alice verschlüsselt. Und den privaten Schlüssel, der dazu gehört, den besitzt jetzt nur die Alice. Und er schickt mit eine Aufgabe seinerseits, um die Identität von Alice noch zu prüfen. Wenn Alice jetzt in der Lage ist, zu dem dritten Punkt kommen wir gleich, wenn Alice in der Lage ist, das zu entschlüsseln, kann sie, indem sie RA, was sie vorher geschickt hat, vergleicht mit dem, was angekommen ist, checken, ob Bob tatsächlich Bob ist. Weil RA ist nur dann entschlüsselbar, wenn Bob den privaten Schlüssel besitzt. Sonst würde er den privaten Schlüssel, sonst würde er RA nicht kennen. Das heißt, wir haben einmal die Identität von Bob geprüft. RB kennt jetzt die Alice und könnte es jetzt wiederum mit dem öffentlichen Schlüssel von Bob verschlüsselt zurückschicken. Weil nur dann, wenn Alice ihren privaten Schlüssel hat, kann sie RB entschlüsseln. Das heißt, nur dann kann sie RB kennen und kann das an den Bob zurückschicken. Und damit hätte der Bob auch die Identität von Alice geprüft. Jetzt haben wir aber dann noch diesen dritten Parameter, der nennt sich KAB. Das ist der sogenannte Sitzungsschlüssel. Wir haben vorher schon mal erwähnt, dass asymmetrische Kryptographie zwar das Schlüsselaustauschproblem löst, allerdings sehr ineffizient in der
Umsetzung ist oder um Größenordnungen länger dauert die Verschlüsselung, als mathematisch komplexer ist als symmetrische Kryptographie. Was man also üblicherweise macht, ist, man kombiniert diese beiden Methoden und verwendet asymmetrische Kryptographie nur im Verbindungsaufbau, um sich einen symmetrischen Schlüssel auszumachen. Also man hat dann über den asymmetrischen Mechanismus sich ein symmetrisches Geheimnis ausgemacht, das niemand anders kennen kann, und kann dann in weiterer Folge symmetrisch kommunizieren, was viel effektiver und viel schneller passiert. Und das ist das, was hier passiert. Bob übergibt also nicht nur das entschlüsselte Geheimnis von Alice und sein eigenes Geheimnis, das er gern bestätigt haben möchte, sondern überlegt sich auch gleich einen Sitzungsschlüssel, den kann er auch wieder zufällig generieren, und schickt den an Alice. Und Alice verwendet auch gleich diesen Sitzungsschlüssel, um das entschlüsselte RB, das sie ja nur kennen kann, wenn sie ihren privaten Schlüssel hat, weil sonst könnte sie das, was mit ihrem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurde, nicht entschlüsseln, dieses RB zurückzusenden. Damit ist auch gleich geprüft, ob der Sitzungsschlüssel nicht manipuliert wurde, und Bob und Alice kennen jetzt einen gemeinsamen symmetrischen Schlüssel und können mit diesem symmetrischen Schlüssel die Kommunikation sicher und effizient fortsetzen.